صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر، الله اكبر، تكبير، الله اكبر، تكبير، الله اكبر. السلام عليكم. السلام. Dass ich mal einiges vielleicht ein bisschen von mir erzählen kann. Ich komme knapp aus 750 Kilometer Entfernung, aus Schleswig-Holstein. Hier habe ich den Islam gefunden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Kennen Sie dieses gewisse Etwas, dieses sogenannte Wow-Gefühl? Mir hat es gefehlt vorläufig. Ich bin ein sehr gläubiger Christ gewesen, habe aus der Vergangenheit heraus sehr viele intensive und viele Bibelstunden mit vielen damaligen Brüdern, Freunden geführt, andere Menschen auch in diese Religion herbeigeführt. Trotz alledem ist immer noch dieser Punkt gewesen, worauf ich hinaus wollte. Dieses Wow-Gefühl, das hat mir gefehlt. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir, eine Glaubensschwester, die ist vor etlicher Zeit zum Islam konvertiert. Und sie sagte zu mir: André, ich will keinen Kontakt mehr. Ich will keinen Kontakt mehr. Ich konvertiere. Oder bin vielmehr konvertiert. Aha, ich dachte, die Engel bleiben. Gut ein Jahr später habe ich nochmal versucht, den Kontakt aufzusuchen. Und habe das so versucht auch zu verdauen, weil letztlich, sie war eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Haben uns auch wirklich viel über das Christentum hinaus, über Glaube allgemein zu unterhalten. Und das ist eine Person, die mir eigentlich sehr wichtig war. Also, sie erzählte nach und nach, hat viel mehr interessante Dinge von dem Islam, aus dem Islam, aus dem Koran erzählt. Und ich habe mich einfach still und heimlich ins Internet, an den Computer gesetzt, da ich ja keinen Koran zur Hand hatte und mir die Parallelen, die Vergleiche herausgezogen. Und wie soll ich das sagen? Ich habe, sagen wir es mal so, die Antworten paradoxerweise doch eher aus dem Koran, aus dem Islam nachher herausbekommen. Die Antworten, ich habe viele Fragen gehabt und die Antworten aus dem Koran bekommen. Und eingangs mich dort mit zu beschäftigen, es war für mich persönlich ein absoluter Spießrutenlauf. Einerseits ein sehr gläubiger Christ, sich dann nur in Anführungsstrichen sich mit dem Islam zu beschäftigen, war für mich persönlich doch, wie ich schon eingangs sagte, ein sehr guter Spießrutenlauf mit wirklich Gewissenskonflikten, Schweißausbrüchen, das Ganze drumherum. Naja, und mir ist, muss ich dazu auch sagen, sehr, sehr viel Mut zugesprochen worden. Das lehrt ja auch der Islam. Geduld. Und mir selber gegenüberbringen, die Geduld, die haben auch immer die Glaubensschwester. Und dann dazu mit der letzten Familie Tares mir auch gegenübergebracht. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. Weil ich weiß, ich bin keine leichte Person in Anführungsstrichen. Ich weiß, ich kann auch sehr temperamentvoll sein in der Hinsicht, wenn ich nicht leicht zum Ziel komme. Und das muss ich auch lernen, die Geduld. Habe mich letztlich mit dem Islam beschäftigt. Ja, und dann ist der Kontakt, wie gesagt, zu der Familie Fares hergestellt worden. Ja, und dann doch das eine oder andere intensive Gespräch geführt worden. Bin zu Tag der offenen Moschee, hier sechs in der Moschee, hergekommen. Schon anfänglich mit dem Entschluss, ich werde konvertieren. Doch mir hat auf, ich sag mal so, auf gut Deutsch, Entschuldigung, den Ausdruck, der Arsch wird gefilmt. Mir ist das gewisse etwas gefehlt. Das Herz hat Ja gesagt, aber der Verstand hat noch gesagt, warte noch, es ist noch nicht so weit.
dann sind wir bei der Familie Paras gewesen. Und er hat ihnen so einiges über nochmal über den Islam, über den Koran erzählt. Und erzählte das auch mit dem Fluss Samsam. Hab den ganz interessant zugehört. Und dann holte er so ein Glas raus. Ein Glas, immer halt, schenkte da so ein bisschen Wasser ein, erzählte dazu die Geschichte. Und hat gesagt, es ist wie im übertragenen Sinne ein Wunschwasser, so kann man das vielleicht vergleichen. So, zumindest habe ich das dann aufgenommen. Und bete nochmal viel mehr um Rechtleitung. Selber ein sehr gottesfürchtiger Mensch bin, habe ich das schon ohnehin getan. Dennoch probieren die nur studieren, sagt er so schön, habe ich mich dran gehalten und versuche nochmal um Rechtleitung zu beten. Habe wie gesagt das Wasser getrunken. Ja, und ich habe gedacht, André, bist du jetzt total verrückt? Es war in dem Moment ein Gefühl, deswegen, ich war dann sehr, sehr vorsichtig. Ich dachte, Mensch, was geschieht jetzt mit dir? Ich habe wirklich um aufrichtige Rechtleitung gegeben, da ich, wie gesagt, dass ich ein sehr gottesfürchtiger Mensch bin. Kaum aus der Tür bei der Familie Fares, habe ich mich am Geländer festhalten müssen. Ich weiß nicht, wer bei der Familie Fares schon mal vor Ort gewesen ist, der wird auch wahrscheinlich kennen, wie steil das sonst frei ist. Wie gesagt, habe mich am Treppengeländer festhalten müssen. Es ist ein Gefühl über mich herübergekommen. Ich kann das gar nicht sagen. Ich weiß nur, meine Knie wurden so weich, quasi, als wenn mir jemand die Rechtleitung geben wollte, zu sitzen, so wie sie jetzt gerade sitzen, viel zu sagen, zu beten. Die Glaubensschwester sagte vor längerer Zeit zu mir, der nächste Punkt zu Allah, zu Gott, ist nun mal der Punkt, wenn der Kopf zu Boden. Und dieses Gefühl hatte ich. André, du musst nach unten. Hab darüber hinaus jetzt erzählt, sind nochmal in die Moschee gegangen, ich habe noch einige Informationsmaterialien mitgenommen. Und auf der Rückfahrt unglaublich viel passiert, was da eigentlich passiert ist. Ich habe quasi die Rechtleitung bekommen, das sogenannte Licht gespürt von Allah. Die Rechtleitung, als wenn er mich höchstpersönlich umarmen würde. Als wenn er mich umarmen würde, als hätte ich ihn greifen können. Als wenn er hier neben mir sagt, es war verrückt. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, da ich mehrmals um die Rechtleitung von Allah gebeten habe, sagen, okay, der Zeitpunkt, der Punkt ist gekommen, wo können wir gehen? Das kann ich. Wie gesagt, mein Name ist André, ganz genau. Dadurch bin ich das, ich habe mir auch Gedanken gemacht für einen neuen Namen. Dankeschön. Absolut. Nur ganz genau. Weil ich höchst persönlich das die sogenannte Rechtleitung gespürt habe. Deswegen habe ich mich zurückgezogen. Ganz genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, freundlich und mit offenen Armen empfangen zu werden. Viele Fragen sind natürlich auch noch von meiner Seite offen. Eins würde ich sagen, ich kann es kaum erwarten, was ich ja ohnehin schon vorher getan habe, so ein Stück weit Arbeit zu machen. Ganz genau, unter den Arbeitskollegen. Wenn, wie gesagt, Fragen da sind, selbstverständlich, würde ich gerne auch da. Ich würde mich gerne ansprechen. Ich weiß nicht. Genau. Würde ich sagen, danke schön. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jawohl.